Spike ist einer von insgesamt 390 Polizeidiensthunden in Österreich. Er und Herrchen Günther sind ein Herz und eine Seele. Doch das war nicht immer so. So einen Hund habe ich eigentlich noch nicht gehabt. Gell. Der war von klar auf so, dass eigentlich für jeden war, auf der Welt war, ein Fan von ihm. Gell. Und dann habe ich das so gemacht, dass ich mit dem gar nichts trainiert habe am Anfang, sondern ich habe den nur sozialisiert. Gell. Ich bin überall hingefahren. In Einkaufszentren war ich, in Ernst Brunn im Tiergehege, mit der Lilliputbahn bin ich gefahren, am Donauturm bin ich gefahren, also am Feuerwerkran habe ich ihn aufgelassen. Bei jeder Vorführung habe ich ihn schon als Welp mitgenommen, dass der mir sieht, okay, es ist für mich alles in Ordnung, es ist nicht jeder auf der Welt besser. Ich will, dass ich einen sozialisierten Hund habe, aber wenn ich sage, hör zu, der ist nicht in Ordnung, der gehört uns. Und das soll er einfach lernen von Anfang an. Und das habe ich ihm versucht zu zeigen und das ist perfekt aufgegangen. Doch dafür ist intensives Training notwendig. Abteilungsinspektor Günther demonstriert die unterschiedlichen Techniken, mit denen ein Täter beim Einsatz gestellt werden kann. Wir machen jetzt ein Verbellen, das heißt, der Hund darf jetzt hier laufen und den Täter nur verbellen. Revier! Spike, Fuß! Jawoll! Zu mir, Sitz! Auf. Was denkst du, mein Hund, das frage ich mich echt selber manchmal auch. Gell? Ich würde gerne mal so einen Tag haben, wo ich mit ihm kommunizieren kann, mit ihm reden kann. Das würde ich mir einmal wünschen. Gell? Ganz schwierig. Wir trainieren das einfach. Den Hund macht es unter Anführungszeichen auch Spaß. Weil er geht immer im Training aus der Situation als Sieger heraus. Hat natürlich das Selbstvertrauen. Gell? Wir haben ja auch die Hunde dafür, die das gerne machen. Die Schwierigkeit ist aber, den Hund zu sagen, es ist so gut, dass du das magst, es ist okay, aber du musst da in der Situation jederzeit folgen. Und da versuchen wir einfach auch, den Hauptaugenmerk zu legen, damit er jederzeit kontrollierbar ist. Das ist eine ganz wichtige Sache. Die Polizisten Birgit und Jürgen sind auf Streife am Wiener Praterstern unterwegs. Plötzlich bemerken sie lautes Hundebellen und stellen fest, dass dieses aus einem geparkten Auto kommt, in dem sich insgesamt 7 Hunde befinden. Ja, wir haben jetzt ein Auto in der Sonne entdeckt mit 7 Hunden darin. Es sind zwar die Fenster geöffnet, aber natürlich wird es ziemlich warm da drin. Jetzt werden wir mal warten, wann der Besitzer oder die Besitzerin kommt und schauen, was die uns dazu sagt. Ja. Und die Verwahrung der Ladung ist ein Vormerkdelikt in Österreich. Das heißt, da wird sie auch eine Anzeige sowieso bekommen. Ja, ja, mal schauen, sie oder er halt, ja, was wir da erfahren. Ja. Bei 30 Grad Außentemperatur kann sich ein geparktes Auto schnell auf bis zu 70 Grad aufheizen. Die Beamten warten vergeblich auf den Besitzer. Ich stehe mittlerweile seit 10-12 Minuten da und trotz offener Fenster wird es im Auto recht warm sein. Bei 31 Grad Außentemperatur, mitten in der Sonne. Ja, ich hätte jetzt auch keine Wasserschüssel im Auto gesehen für die Hund. Nein. Da sonst ist kein Wasserschüssel für die Hunde drin und sonst auch nichts. Weißt du was? Mach mal eine Anfrage. Schreibe ich mal auf. Und ja, vielleicht finden wir ein Telefon, obwohl es wenn das Handy da ist. Jetzt schauen wir über die Funkstelle, wer der Zulassungsbesitzer vom Fahrzeug ist. Wer immer noch nicht da ist, ich weiß nicht, vermutlich im Praterstern beim Billa einkaufen, weil der immer offen hat. Aber ist wirklich nicht notwendig, dass ich das mit 7 Hunden im Auto mache. Wir stehen seit einer Viertelstunde da. Ja, ja. Es hat 31 Grad. Sie haben da 7 Hunde im Auto. Sie haben die Fenster offen. Steigen Sie mal ins Auto, setzen Sie rein. Glaubst du, das ist schön? Ich habe auch nichts gekauft, weil da so viel los ist. Ja, trotzdem. Führerschein, Zulassungsschein brauchen wir mal. Anfang tut es einmal da, dass Sie da gar nicht stehen dürfen, ja? Ich wollte eben schnell eine wegen dem Hund, schnell raus, aber das ist ja drin. Und Sie fahren, die Hunde haben Sie so, wenn Sie fahren auch, sind so im Auto. Das sind so im Auto, ja. Gut. Können Sie einmal aufmachen und schauen? Ich will sehen, ob die Hunde irgendwie angehängt sind. Ja. Alle? Gut. Dann kriegst du sowieso einmal eine Anzeige wegen der Ladungssicherung. Ein Wasserschießel hätten Sie den armen Viechern auch einstellen können. Es hat 31 Grad und wir stehen jetzt schon eine Viertelstunde da. Ich weiß nicht, wann Sie gekommen sind, aber wir sind eine Viertelstunde da. Ich war innen. Ja. Kommen, bin wieder ja. Trotzdem, Sie sitzen auch nicht gerne eine Viertelstunde im heißen Auto. Da haben Sie meinen Hund gehen. Ich wollte beim Billa schnell was zum Trinken kaufen gehen, weil ich mit dem Hund gehen. Aber es ist zu viel los. Nicht? Ich habe eh bei der Kasse gewartet, aber es war mir zu lang, weil die Hunde im Auto sind. Bin ich wieder unverrichteter Dinge gegangen. Nicht?
Haben Sie gewusst, dass das da, dass Sie da eigentlich gar nicht stehen dürfen? Na klar, steht ja da. Aber ich kann nicht nur Parkplatz suchen, dann dauert es noch länger. Ne? Und wegen der Sicherung der Hunde, wollen Sie das? Sicherung. Hoffen Sie einmal, wir sollten das sichern. Entweder Zwinger, Boxen, ich bin mit irgendwelchen Gurts fürs Auto. Weil ja. Wir haben im anderen Auto eine Box, ja, wo sie normal drinnen sind, aber das steht im dritten. Ne? Und sehr vom Gesetz her ist der Hund wie eine Ladung zu betrachten. Ich weiß, ja. Die Hunde rennen da frei um. Das steht sogar explizit drinnen, dass er nicht den Lenker irgendwie stören oder behindern darf. Zum Beispiel ins Lenkrad springen oder sonstiges. Sie haben da 7 Hunde im Auto. Ich weiß. Ich mein, Sie brauchen nur Vollbremsung machen, die bieten alle auf der Windschutzscheibe. Sie haben Ihre Hund gern, haben Sie mir erzählt, aber so recht ausschauen tut man das nicht. Also, Sie kriegen die Anzeige wegen der Ladungssicherung auf jeden Fall, weil Sie können so nicht fahren. Wegen einem Halteparkverbot, eh klar. Und wegen einem Tiertransportgesetz müssen wir Sie selber erst informieren. Ja, beruhigen Sie ihn. Nein, beruhigt mich nicht. Sagen Sie jetzt nochmal, beruhigen Sie ihn. Wenn Sie normal mit mir reden, dann kriegen Sie nochmal eine Anzeige wegen aggressiven Verhalten. Ich bin aggressiv. Sie halten mich auf. Ich kenne schon meine Ich halte ihn auf, ja. Sie halten mich auf und beschweren Sie gleichzeitig, dass die Hunde da drinnen ja, sind. Ganz genau. Ja, und wo ist da die Logik? Wie soll ich es Ihnen noch erklären? Wie gesagt, die Anzeigen kriegen Sie. Wegen dem Tiertransportgesetz schauen wir nach. Ja. Wiederschauen. Wiederschauen. Dass man sich halt ein bisschen aufregt, ist auch okay für uns. Ja. Wenn es dann noch an die Vierbeiner geht, sind die Leute eben meistens noch sehr emotional. Kennen wir auch. Und deswegen ist es ja, ist okay für uns. Und es kommt dann mit der Post die Anzeigen. Bis dahin wird er sich wieder ein bisschen beruhigt haben, der Herr. Und dann ja, wird er vielleicht nochmal drüber nachdenken. Die 9 neuen Mitglieder der Diensthundeeinheit befinden sich mitten in der intensiven 6-monatigen Ausbildung zum Hundeführer. Heute steht für Mensch und Tier ein Gewöhnungsflug mit dem Polizeihubschrauber am Programm. Wir werden das einmal im Trockentraining nach der Einweisung durch den Hubschrauberpiloten einmal mit jedem Hund versuchen, das ein- und aussteigen, ohne dass der Rotor sich dreht. Und dann schauen wir, dass wir das mit entsprechender Geschwindigkeit die Flüge durchführen können. Das heißt, die Hunde sind immer gleich heraus, dass sie auch das Annähern vom Hubschrauber und das Abfliegen vom Hubschrauber immer gleich mitkriegen. Nicht aus dem Auto dann raus, wenn ihr dran seid, sondern die sind die ganze Zeit heraus. Wenn es der Einsatz verlangt oder in einem Bundesland Verstärkung benötigt wird, können die Teams mit dem Hubschrauber schnell von A nach B gebracht werden. Ich fange mal mit dem Gefahrenbereich an, das ist für euch das Wichtigste. Grundsätzlich Annäherung an den Hubschrauber immer von vorne bzw. aus einer Richtung, aus der euch der Pilot sehen kann. Ja. Bedeutet von der Seite bis maximal hierher. Nach vorne einen Halbkreis um den Hubschrauber. Von da sehe ich euch. Da weiß ich, ihr kommt gerade. Niemals da nach hinten gehen, insbesondere wenn er läuft natürlich nicht. Sehr gefährlich der Heckrotor. Es sind schon ganz schlimme Unfälle passiert. Nicht bei uns, aber so allgemein in der Fliegerei. Den Bereich bitte unbedingt meiden. Der Hund gilt als Fluchttier. Das heißt, er tritt die Flucht an, sobald er eine potenzielle Gefahr erkennt. Dieser Reflex könnte im Falle des lauten Hubschraubers eintreten. Die jungen Polizisten blicken der Übung deshalb mit Nervosität entgegen. Ich vermute, wenn man die Höhe ausschaut mit den runden Stieren, dass das Einsteigen nicht so einfach sein wird. Beziehungsweise dann, wenn die Propeller rennen, einfach der Lärm. Wäre entweder interessant oder ein bisschen abschreckend, das ist eins von den zwei. Das werden wir dann herausfinden. Selber bin ich erst einmal geflogen mit dem Hubschrauber. Das ist schon Jahre her. Also weiß ich auch nicht wirklich, was da jetzt passieren wird. Weniger Zweifel hatte Inspektorin Kerstin bei der Zuteilung ihres Diensthundes. Schon nach den Probetagen war Hündin Kesha ihre Wunschpartnerin, die sie schließlich auch bekommen hat. Jetzt gilt es, die Ausbildung gemeinsam zu meistern. Zunächst wird das Einsteigen in den ruhigen Hubschrauber geübt. Kesha! Mausi! Komm! Upi! Komm! Es ist von Hund zu Hund verschieden. Der eine springt gern, der andere nicht so. Und muss dann ein bisschen nachhelfen. Inspektor Jürgen ist als Nächster an der Reihe. Er bildet ein Team mit Schäferhund Blade. Da sein Vater ebenfalls Hundeführer ist, ist Jürgen mit Diensthunden aufgewachsen und hat sich schon früh das Ziel gesetzt, selbst einmal diesen Beruf zu ergreifen. Mit dem 15 Monate alten Blade soll das gelingen. Wie machen wir mit einem Hupfen? Probier mal, wo einer springt überhaupt. Blade.
Ja, der springt immer auch. Speziell gut springt der Hund immer. Ja, die Distanz haben sie noch nicht. Fällt einer so da die Berechnung? Ein bisschen? Ja, ein bisschen. Wie gesagt, da muss man den Hund einmal zeigen. Dann beim nächsten Mal wird es sicher gehen. Ne? Diensthund Spike zeigt ein neues Angriffsszenario. Der fünfjährige Schäferhund demonstriert auf dem Trainingsgelände, wie ein Täter, der in eine Straßenbahn flüchtet, überwältigt werden kann. Super, gut macht er das. Super, gut macht er das. Feiner, jawohl. Super. Der Hund lernt quasi im Bildern. Alles, was ich meinem Hund zeige, im Lernen, ist für ihn viel, viel einfacher, dann im Einsatz das umzusetzen. Und es ist, je mehr ich meinen Hund einfach zeige, umso selbstsicherer wird er, umso besser kann er die Situation meistern. Da kann man einfach mit dem Training gar nicht aufhören. Je mehr ich meinen Hund lerne, ihm das zeige, das ist ein ständiges Lernen, umso besser kann er das umsetzen. Und der Hund versteht dann eigentlich, was ich von ihm will. Und deshalb diese vielen Trainingssimulationen. Ob das jetzt eine Straßenbahn ist, ein Autobus ist, ob ich den irgendwo raufschicke, runterschicke, in einen dunklen Raum, über Gitterböden. Alle diese Situationen versuche ich, meinen Hund darauf vorzubereiten, damit er den dann wirklich im Einsatz so gut wie möglich alles lösen kann. Nicht jede Rasse eignet sich als Diensthund. Neben dem deutschen Schäferhund kommen belgische und holländische Schäferhunde sowie Rottweiler, Dobermänner und Riesenschnauzer zum Einsatz. Das Bewegen auf unbekannten und unebenen Untergründen wird genauso trainiert wie ein Szenario, in dem der Täter den Hund zum Beispiel mit Wasser abzulenken versucht. Super! Aus! Weg, Fuß! Mir macht es so Spaß einfach, wenn der Hund mit 8 Wochen zu mir kommt. Ja. Und dort ist das kleine Knädel und der macht, was er will und sich eigentlich nicht auskennt und durchs Leben läuft und lustig ist und so. Und dann, wenn ich meinen Hund mit 4, 5 Jahren so weit habe, dass ich sage, das ist mein Diensthund, den habe ich dort so geschaffen. Diese Teamfähigkeit mit ihm, diese Kommunikation mit ihm, dieses absolute Vertrauen einfach, dass sich der Hund immer gefreut, wenn ich komme, ja? Dass der immer gleich aufgelegt ist. Und das ist einfach dieses Schöne, mit dem gemeinsam die Einsätze zu meistern. Das macht einfach riesigen Spaß. Wir simulieren jetzt quasi einen Streifendienst. Im Zuge des Streifendienstes wird es dann vielleicht eventuell eine Person auf mich zukommen. Der wird sagen, sie soll stehen bleiben. Wenn sie das nicht macht, wird der Hund diesen Angriff mit dem Maulkorb abwehren. Vielleicht macht diese Person dann eine Flucht, werden wir einen Hund mit dem Maulkorb nachschicken. Das nennen wir Maulkorb-Attacken. Und das werden wir uns jetzt einfach anschauen. Hier ist die Polizei! Bleib stehen, hab ich gesagt! Was machst du? Jawohl, super, Lisa! Jawohl! Ja, bleib stehen, hab ich gesagt! Bleib stehen! Ah, ja, super! Aufstehen, sie sind festgenommen! Bleib! Festgenommen, Marsch! Aufgrund der erhöhten Terrorgefahr in ganz Europa herrscht auch bei Großveranstaltungen in Wien Alarmbereitschaft. Beim Liveball im Rathaus muss das Gelände während der Generalprobe nach verstecktem Sprengstoff durchsucht werden. Diensthund Phaeton ist bereit. Wir suchen zum Beispiel Gepäckstücke, die da frei herumstehen oder so, die nicht beaufsichtigt sind. Die schaue ich mir zuerst an, wo eventuell Gefährdungslage eben von dem ausgehen könnte. Und dann machen wir im Prinzip stichprobenartig das Areal, versuchen das Areal abzukämmen, um nach Sprengstoff abzusuchen. Komm. Da schon. Super macht ihr das. Schau. Na komm. Da ist zum Beispiel ein Rucksack drinnen gelegen, der anscheinend niemand hört, der auch schon länger drinnen liegt. Und das schauen wir uns dann besonders genau an. Der Erfolg und die Zuverlässigkeit der Sprengstoffhunde ist unbestritten. Technische Spürgeräte sind nicht nur sehr teuer, sondern auch der Sinnesleistung der Tiere weit unterlegen.
Sprengmittel riecht jetzt nicht so intensiv wie zum Beispiel Suchtgift, was wir ja von uns kennen. Wenn jetzt irgendwo Suchtgift oder so ist, kann es sein, dass wir das schon in die Nase bekommen. Der Hund bekommt das natürlich auch früher in die Nase. Und es ist für den Hund dann schon schwieriger im Sprengstoffbereich, weil er sehr genau suchen muss und es auch überall platziert sein kann. Es ist generell bei Großveranstaltungen, da eben leider Gottes in Bezug nehmend auf die Vorfälle in den letzten Monaten, Wochen, Jahre, sind wir da eben aus Sicherheitsgründen, aber ich denke, es wird alles gut verlaufen und wir sichern das hier ab. So. Jetzt bräuchte dann schon langsam eine Pause. Also jetzt merke ich schon, der Trieb ist schon weiter herunten, er häkelt sehr stark. Jetzt müsste dann im Prinzip eine Pause gemacht werden, wo er Wasser trinken kann und wo er auch kurz einmal austreten kann. Um zu überprüfen, wie es dem Diensthund in seinem neuen Zuhause geht, stattet Abteilungsinspektor Günther den Hundeführern, die sich noch in Ausbildung befinden, regelmäßig Besuche ab. Heute ist Revierinspektor Michael an der Reihe. Hallo, servus. Servus, Michi. Wo ist der Action? Der ist nicht im Auto. Ich bin gerade selber gekommen. Ich mache okay. Das immer. Ja. Zuerst einen ins Haus. Gut. Die Hündin begrüßen, dass die auch ein bisschen was von mir hat. Okay. Und dann in Action, weil sonst drängt ein Hund den anderen weg. Wird es ein bisschen zu viel einfach, gell? Genau, wird ein bisschen eifersüchtig. Sehr gut. Okay. Und deswegen, das mache ich eigentlich jedes Mal, wenn ich heimkomme. Super, ja. Okay. Deswegen. Ich würde sagen, bringst du mal einen? Ja, passt. Und schauen wir uns das auch mal. Ja. Michael ist einer der neuen Polizisten, die derzeit die Ausbildung zum Hundeführer absolvieren. Sein Partner ist Schäferhund Action. Es ist wichtig, dass der Diensthund im Familienverband des Hundeführers integriert wird. Ein Garten ist keine Pflicht, solange artgerechte Haltung des Tieres gegeben ist. Ausbilder Günther achtet besonders darauf, wie das Zusammenleben des Diensthundes mit der sechsjährigen Berner Sennenhündin Sasu funktioniert. Ah, super, das ist eine Freude, gell? Das ist super, ja. Das tut einem auch gut nachher. Das tut einem immer gut. Ich finde es gut mit dem Ritual, dass du zuerst einmal heimkommst, die Familie begrüßt, gell? Den Hund einmal begrüßt und nachher erst den Dienst und rausholst. Nein, es ist einfach das Einfachste. Ich habe gemerkt am Anfang, wenn ich mit ihm reingehe, natürlich die Hündin ist dann auch leicht eifersüchtig. Ja, ja, ja. Dann tun sie sich einfach immer Weckerdränger gegenseitig genau. Und so. Funktioniert ist das alles schön spannend, wenn ich dann mit ihm reinkomme. Also mir gefällt das gut, was ich da sehe. Ja. Wirklich. Super. Hello. Es war nur am Anfang, dadurch, dass die Sasu ja schon länger bei uns ist als der Action, hat es kurze Machtkämpfe gegeben, aber jetzt nicht, dass sie sich gefleischt haben oder so. Nur einfach der Action hat halt probiert, seine Grenzen auszutesten bei der Sasu, ob er quasi jetzt der Alpha-Rüde da in unserem Rudel sein kann, hat er genauso auch bei mir probiert. Nicht arg, aber er hat es halt auch geschaut. Meine Grenzen ausgetestet. Ich habe ihm halt dann aufgezeigt, dass es so nett ist. Für mich ist das total interessant. Ich war vor einiger Zeit ja schon da. Und ich habe den Hund, wir haben den Hund gekauft. Ich habe den mit einem Jahr gesehen. Wir haben den leicht vorbereitet drauf. Also, wie gesagt, wirklich nur wenig vorbereitet, weil die Zeit einfach nicht war. Die große Arbeit ist dir geblieben. Und für mich ist das einfach interessant zu sehen, wenn der Hund mit einem Jahr zu uns kommt, eigentlich nichts kann. Gell? Du als neuer Hundeführer, gell? Bei dir war ich dabei beim Auswahlverfahren und jetzt hat diese Zusammenführung einmal, ob der Hund überhaupt zusammenpasst zu dir und wie gut es ein Team geworden seid, gell? Wie viel Arbeit du da reingesteckt hast, gell? Das sieht man ja alles einfach nicht. Gell? Viel Zeit, ja. Wie viel Zeit da investiert werden muss, damit aus dem normalen Hund quasi ein Diensthund draus wird, damit der alle das kann, damit er die Prüfung schafft. Gell? Damit er vorbereitet wird, vielleicht für einen Spezialkurs. Das ist für mich die interessante Sache. Und das macht mir so unheimlich Spaß. Gell? Das taugt mir einfach, wenn man sieht, wir haben einen richtigen Hund für dich gefunden. Wir haben einen richtigen Hundeführer auch gefunden. Gell? Du hast ja da voll eine. Und das taugt mir einfach. Gell? Und diese Teamfähigkeit, wenn es da zusammenwacht, das ist einfach für mich das Schöne, wenn das gut geht. Man muss sich das schon gut überlegen, weil auch privat sehr viel dran hängt. Ich meine, Gott sei Dank, meine Lebensgefährtin spielt oder hat bis jetzt auch immer mitgespielt damit. Ja. Unterstützt mich da so gut wie es kann. Genau. Aber es ist nicht ohne. Also allein die private Zeit, auch, was drauf geht, fürs Trainieren. Und er ist doch 24 Stunden immer bei uns. Genau. Das muss man halt auch immer im Hintergrund sehen.